Oh, guten Morgen, mein lieber Scholli, ist das kalt. Winterangeln ist heute angesagt. Oh, das Auto geht auf. Ich bin echt hochzufrieden damit, dass das Auto aufgeht. Denn wir haben, ich zeig's euch mal, minus 15 Grad aktuell. So, und jetzt wird erstmal eins gemacht. Scheibe eisfrei und dann geht's los. Ich fahre zum Fluss, ich bin gespannt, ob ich was fange. Es ist echt bitterkalt. Es ist wirklich bitterkalt. Ich glaube, ich habe noch nie bei solchen Temperaturen geangelt. Jetzt geht's ab. So, jetzt kommt der nächste Clou. Ich bin gespannt, ob der Wagen überhaupt anspringt. Ich habe einen Diesel. Minus 15 ist schon echt tief. Da ist er, da ist er. Jawohl! Es kann losgehen. Die Karre ist angesprungen, auf geht's zum Fluss. Boah, ist das kalt. Jetzt die Scheibe schon freigekratzt. Naja, so richtig viel sehen tut man noch nicht. Das liegt aber schlichtweg daran, dass der ganze Bus von innen gefroren ist. Von außen ist alles Jod. Guck mal, hier ist das Eis drauf. Also heißt es auch von innen heute Scheibe kratzen. Wir haben bestes Wetter. Die Sonne strahlt kräftig und ja, ihr seht, ich stehe, der Motor ist aus. Ich warte nämlich gerade. Und zwar auf den Jörg, den habe ich abgeholt heute Morgen. Den nehme ich jetzt mit zum Fluss. Und ja, ist natürlich wie immer verspätet. Und mal gucken, wenn der gleich kommt, was er für eine Entschuldigung hat. Morgen, so, da ist er. Und erzähl uns mal, was du für eine Entschuldigung hast, warum du zu spät bist. Weil du gesagt hast, um kurz vor neun und jetzt ist kurz vor neun. Wir waren Viertel nach zehn gerade. Ach, am Arsch. In deiner Zeitrechnung vielleicht. In Portugal oder was? Ich glaube, da rein. Ja, Moment. Ich muss noch mal ein, zwei Sachen machen. Ja, sicher. So, ja, wir sind unterwegs. Aber irgendwie scheint mein Bus hier ein Problem zu haben. Er ruckelt nämlich massiv. Keine Ahnung, was hier los ist. Aber immer, wenn es über 2000 Umdrehungen geht, fängt er an zu ruckeln. Ich glaube, dem ist auch dem Bus ist zu kalt. Jetzt gibt es hier auch gerade eine Fehlermeldung. Motor, bitte Service. Tja, was kann es sein? Alle Systeme normal steht da. Schon mal gut. Wir fahren zum Winterangeln. Auf geht's. Geht los, Sachen werden gepackt und dann ja, stapfen wir mal durch den Schnee Richtung Fluss, bauen alles auf. Es ist immer noch ziemlich kalt, minus 13 Grad haben wir jetzt noch und es ist gar nicht so früh mehr am Morgen. Wir haben jetzt 9.30 Uhr, wir hatten die Nacht als Tiefstemperatur minus 19,2 Grad. Ja, ich erwarte auch nicht, dass es heute über 10 Grad, über minus 10 Grad hinweg geht. Ja, Trolley packen. Ab durch den Schnee, los geht's. Nee, wir packen nicht schon wieder ein. Aber jetzt ist mit dem Trolley kein Durchkommen durch den Schnee. Wir sind hier aufs Land gefahren. Hier ist noch mehr Schnee. Hier liegt 50 cm momentan auf den Feldern drauf. Wir werden die Sachen jetzt tragen müssen, ohne Trolley. Und deswegen kommt er wieder ins Auto. Oh.
bisschen außer Atem, es war echt ein langer Weg. Fast einen Kilometer durch den Schnee gelaufen mit der Ausrüstung. Auch wenn es nicht viel Ausrüstung ist. Boah, das zieht sich. Und ja, ich zeige euch mal, wie man hier einsinkt. Oh, da geht's runter mit den Füßen. Oh. So, ich bin jetzt aber am Fluss angekommen. Hinter mir ist er. Der Winterfluss. Ich suche mir jetzt eine Stelle. Ich habe meine Sachen ein paar Meter weiter vorne liegen. Ich gucke erstmal, wo ich am besten ans Wasser komme, wo die tiefen Bereiche sind. Ihr seht, ich bin hier in der Kurve. Der Fluss geht da runter, kommt von oben mit der Strömung quasi hier runter. Ich bin genau mitten in der Kurve drin, da wo der tiefste Bereich sein wird auf der ganzen Strecke. Ich vermute, dass die Fische hier sind. Und überlege jetzt, ob ich mitten in der Kurve angel, am tiefsten Punkt oder ein ganz klein bisschen davor. Ich habe oft die Erfahrung auch gemacht, dass die Fische oft ein Stückchen vor dem tiefsten Punkt in der Kurve stehen, so an da, wo es so langsam runtergeht an den Kanten. Und ich glaube, genau so werde ich das auch machen. Ja, jetzt geht's zurück. Ah, durch den Schnee. Und dann wird aufgebaut. Puh. So, meine Routen sind montiert. Ich habe heute als Zielfisch mir mal wieder im Winter den Döbel rausgesucht und hoffe, dass ich heute noch einen Döbel fangen kann. Ich glaube, alles andere ist bei den Temperaturen auch momentan echt nicht möglich. Zumal wir in unseren Gewässern hier kaum wilde Forellen haben. Also Forellen scheiden aus. Hechte haben Schonzeit. Es bleiben eigentlich nur noch die Döbel über. Aber ich mache das diesmal anders. Normalerweise angle ich mit Fiederrouten, laufe alle 20, alle 30 Minuten von Platz zu Platz und suche die Fische. Wir haben 3 Grad Wassertemperatur. Der ganze Fluss ist kurz davor einzufrieren und ich glaube, dass die Fische ganz, ganz träge sind. Wirklich in den tiefen Bereichen einfach nur unten stehen. Und ich werde es heute mal anders machen. Ich werde heute auf einem Platz sitzen bleiben und die ganze Zeit dort angeln. Ich habe es immer wieder in der Vergangenheit erlebt, dass die Fische manchmal auch eine Zeit brauchen, bis sie den Hakenköder finden und dann irgendwann auf den Hakenköder draufgehen. Und ich habe es erlebt, dass sich die Fische auch mit der Fiederrute teilweise selber haken. Deswegen habe ich hier heute bei von Grace leichte Specimen Hunting Routen. Die haben jetzt eine Länge hier von 3,60 Meter, 1,75 Pfund in der Testkurve. Ist schon relativ straff, aber wir haben ein bisschen Hochwasser am Fluss. Von daher schon genau das Richtige. Ein kleines Blei vorneweg. Jetzt schön in Schnee eingepudert mit 30 Gramm. Es läuft auf der Schnur, ist also keine richtige Festbleimontage, sondern quasi semi-fix. Die Schnur ist auf Spannung, das heißt, der Fisch wird gegen die Spitze sich schon selber haken. Und ein langes Vorfach mit 60 cm mag jetzt im ersten Augenblick nicht logisch klingen, aber ich habe in der Vergangenheit einige Fische beim Angeln mit der Fiederrute genau so gefangen, wie sie sich selber gehakt haben. Ich glaube, dass der Döbel momentan ganz, ganz vorsichtig das Futter aufnimmt oder sehr langsam eher gesagt, weil es kalt ist. Es ist eine Premiere, genauso eine Premiere bei minus 15 Grad zu angeln. Ich teste es mal und werde mal gucken, wie wenig ich heute fange. Auf geht's, jetzt geht's los. Die Köder kommen ins Wasser. Boah. Ekelhaft, es stinkt wie Sau, aber es fängt Döbel. Ich habe dabei als Köder Leber. Einmal, das zeige ich euch erstmal, nicht in der Tüte, sondern in der Dose. Das kennt ihr von anderen Videos von meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Das ist Hähnchenleber. Das darf auf gar keinen Fall überlaufen und stinkt das ganze Hemd. Hähnchenleber. Ah, einmal reingelinst mit der Linse, mit der Kamera. Ja, so wie es aussieht, so riecht es auch. Das funktioniert, das weiß ich. Das habe ich schon oft gemacht, habe oft Döbel mit gefangen. Und noch eine dritte Premiere heute. Nicht nur kalte Temperaturen, nicht eine neue Angelmethode, sondern ich habe diesmal auch dabei Schweineleber. Die, finde ich, stinkt noch mehr. Hier ist der Klotz Schweineleber. Da schneide ich mir gleich einen schönen Streifen zurecht, so in so einer Länge, in so einer Breite. Und dann kommt der auf den Haken der Größe 4 aufgezogen. Da kommt gar kein Beifutter bei, vielleicht ein, zwei Stücke Leber noch beigeworfen. Und dann war es das.
Das ist der Klotz. Andere nimmst zum Welsangeln. Ich versuch's heute auf Döbel damit. Boah. Boah. Stinkt. So, hier ist der Leberlappen. Die Schweineleber ist im Verhältnis oder im Gegensatz zu Hähnchenleber viel zäher. Und das ist natürlich ganz schön, weil die dann gut am Haken heften bleibt. Weil die dann gut auf dem Haken drauf bleibt. Den Haken habe ich im Übrigen hier. Dann kann ich sofort in dem Zug auch zeigen, wie ich es anköder. Hier ist der Haken. Hier ist ein Stück Hähnchenleber, Schweineleber. Mensch, also die Kälte, die macht mich heute fertig. So, einmal durchstechen. Dann sieht es so aus. Dann drehe ich den Haken einmal in der Leber. Steche mit der Spitze nochmal durch. So. Ziehe mir das eine Ende schon mal oben über das Hakenöhr. Dann ist es fixiert. Und dann das untere Ende noch einmal über die Hakenspitze. Das kommt dann in den Hakenbogen rein. Und dann ist die so ein bisschen aufgezogen quasi. So sieht es dann aus. Haken ist frei. Und der Fisch kann Bombe haken dann einfach, ne? Sobald ich einen Biss bekomme. Schweineleber. Ready to fly. Auf die andere Route kommt ein Stück Hähnchenleber drauf. Da weiß ich, das funktioniert auf jeden Fall. So, die Routen liegen jetzt ungefähr eine gute Dreiviertelstunde im Fluss. Und es wird Zeit, die Leber mal zu wechseln. Ich wechsle die Leber ja relativ häufig, damit immer schön so der Saft aus der Leber unter Wasser rausgeht und die Fische dann eben auch die Leber gut lokalisieren können, gut riechen. Und jetzt ist es soweit, jetzt werde ich mal wieder die Leber wechseln. Und ja, das mache ich so im halbstündigen bis Stundentakt aktuell bei den Temperaturen. Und jetzt wird gewechselt. Auf geht's. Leute, das bei dem Wetter, ich werde wahnsinnig, ey. Ich habe einen Fisch drauf. Jörg holt den Kescher gerade. Oh. Jetzt durch den Schnee hier runter. Ich habe einen Druff. Oh. Wahnsinn. Der ist gut. So, hier. Der ist gut. Danke. Schön Döbel. Ganz vorne hängt er. Huhu, jetzt aber langsam. Jawohl. Huhu. Der Winterfisch. Geil, bei minus 15. Da ist er. Richtig geil, mitten im Schnee. Was ein cooler Fisch, ey. Das hat funktioniert. Ich habe ehrlicherweise kaum selber mit gerechnet, dass wir heute was fangen bei den Temperaturen. Das ist super widrig. Luftdruck liegt bei 1040 Hektopascal, aber man darf nicht immer auf alles was geben, ne? Auch bei hohem Luftdruck, auch bei kaltem Wetter kann man Fische fangen. Hier ist er. Ich freue mich total, finde ich richtig geil. Ich bin total aus dem Häuschen. Puh.
Vorhin habe ich einen stärkeren Biss auf der rechten Rute gehabt. Jetzt richtig einmal runter, dann war kurz Ruhe und dann ging die Rute krumm. Der Fisch hat sich selber gehakt. Die Methode hat absolut funktioniert, was ich am Anfang vorgestellt habe, dass ich glaube, dass man die Fische bei den niedrigen Temperaturen auch wirklich so fangen kann, die sich selber haken. Jetzt habe ich einen ganz, ganz leichten Biss auf der linken Rute gehabt. Wirklich ganz, ganz eben nur kurz runtergegangen die Spitze, noch zwei, dreimal nach und dann war nichts mehr. Man weiß natürlich auch nie, wie groß die Fische sind. Es können ja auch mal kleinere Döbel da sein, die den Köder nicht richtig vielleicht aufgenommen haben. Das schien mir jetzt zumindest so, dass es keiner von den großen Fischen war. Beim Angeln mit der Fiederrute merke ich es halt immer wieder. Die großen Fische beißen deutlich kräftiger. Das kann man nicht immer so sagen. Das passiert nicht jedes Mal. Aber meistens ist es so, dass die großen Fische deutlich kräftiger beißen als die kleinen. Wir haben jetzt eine Minute gewartet. Ich gucke jetzt mal nach, ob das Leberstück überhaupt noch drauf ist. Und dann nutze ich den Köder neu an und dann werden die Ruten neu ausgeworfen. Gebe ich schon mal zum Jörg. Bitte sehr. Ui. Er ist ja versunken, der Jörg. Guten Appetit. Ja, lass mir schmecken, ne? Reingehauen. Die andere Route beködere ich jetzt direkt auch neu. Ich fische momentan nicht komplett in der Strommitte. Wir haben ein bisschen Hochwasser, leichtes Hochwasser, nicht so stark. Aber oft ist beim Hochwasser so, dass die Fische näher ans Ufer ranrücken. Und da, wo die Kante vom Ufer runtergeht und dann an der unten auf die Sohle trifft quasi, da, wo es dann gerade wird, in dem Bereich, da patrouillieren die Döbel oft entlang und suchen Futter. Jetzt sitzen wir auch noch hier an dem Anfang von einer Innenkurve. Das heißt, das Ufer geht außerdem, der Boden geht außerdem von hier runter Richtung Kurve wird es immer tiefer und auf der anderen Seite wird es dann wieder höher. Das heißt, alles, was an Nahrung angeschwemmt wird, kommt jetzt hier auf den Boden, drückt runter und kommt quasi genau in die Kurve rein. Da unten stehen die Fische und hier vor sind die Köder platziert. Das heißt, der Fisch kommt direkt quasi hoch, findet die Köder beim Hochpatrouillieren. Ja, und das funktioniert hier ganz gut. Zwei Bisse jetzt schon bei den Temperaturen. Ein paar Meter mal am Fluss entlang, der ist hier hinter mir. Ich einfach mal ein bisschen gucken wollte in der Landschaft hier. Ich mag das Winterwetter und ich finde es erstaunlich, wie viel Wild es hier in der Gegend geben muss. Im Sommer sieht man die Rehe ja oft nicht oder auch die Hasen nicht, weil sie sich verstecken tagsüber in den Gebüschen und erst abends rauskommen. Aber anstatt einer glatten Schneefläche, ich drehe jetzt die Kamera mal um, ist hier alles durchflügt und man sieht richtig im Gelände hinten eine Spur, die da durchgeht. Das sind alles hier Abdrücke von den Hufen der Rehe bzw. auch von den Pfoten der Hasen, die hier entlang laufen, eine richtige Spur gebildet haben, laufen auf einer Strecke immer den gleichen Weg. Finde ich schon spannend. Bin gerne draußen unterwegs und gucke mir sowas auch mal an. Ja, jetzt gucke ich noch mal ein paar Minuten hier am Fluss und dann irgendwann. Es ist auch Zeit und wir machen Feierabend. Die Sonne steht schon tief. Und ja, der Angeltag war bis jetzt cool. Vielleicht geht ja noch was. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, die haben keine zwei Meter vor mir gesessen. Nilgänse. Hey, die haben hier unten in dem Hang gesessen, in dem Steilhang von der Innenkurve.
und sich auf ihre Tarnung verlassen, aber dann anscheinend doch Panik bekommen und sind geflüchtet. Ich habe sie nicht gesehen. Oh, mega erschrocken. Puh. So, letzter Schluck Tee. Jetzt wird eingepackt. Das reicht für heute. So, die Route ist raus. Jetzt habe ich heute einen Fisch gefangen auf Hähnchenleber. Einen Biss habe ich bekommen auf der Schweineleber. Ich habe mit der einen Route Hähnchen, andere Schweineleber geangelt. Das scheint beides zu funktionieren, die neue Methode. Wollte ich ja ausprobieren heute. Stationär, nicht mit Fiederruten, sondern wirklich mit Grundruten. 1,75 Pfund. Grace Podigy PB. Hat auch super funktioniert. Eine Methode, die ich sicherlich öfters jetzt mal versuchen werde. Glaube ich, ist auch wirklich genau die richtige Strategie für die kalte Zeit, wenn es richtig knackig ist und die Fische sich nicht viel bewegen. Wir haben es für heute, ein cooler Angeltag, mitten im Winter geht zu Ende, das war echt lausig kalt. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir eigentlich überhaupt was fangen. Nee. Und es hat funktioniert, ne? Ja, also das hat uns sehr verwundert, dass beim Robin was gebissen hat, bei mir leider nicht. Aber das bleibt mit dem Wetter nicht aus. Aber trotzdem mega geil, dass bei den wiederen Bedingungen überhaupt ein Fisch gebissen hat. Ja, definitiv. Und ein weiterer Biss. Wir gehen jetzt nach Hause, freuen uns schon. Schön auf die Couch. Auf die warme Bude zu Hause, definitiv. Wenn euch der Film gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den Kanal hier oben abonniert. Die Glocke setzen ist natürlich immer super für neue Videos. Ja. Und außerdem freuen wir uns auch über einen netten Kommentar unten in der Kommentarleiste und sagen bis bald. Danke für die coole Tour, Jörg. Jo. Und euch alles Gute, viel Spaß am Wasser. Macht's gut, ciao.